Hallo zusammen. Heute geht es mit meinem Projekt weiter und es gibt genau drei Dinge, die heute passieren. Erstens, das Getriebe kommt raus. Zweitens, die Kupplung kommt raus. Und drittens, ich muss es nicht alleine machen. Nein, ich kriege Hilfe und zwar von einem von euch. Ein Zuschauer hilft mit. Cool, ne? Willkommen auf Michas Schrauberseite. Also heute schraube ich nicht alleine, sondern der Kai kommt mir zur Hilfe. Und der kommt jetzt nicht direkt von um die Ecke, sondern der hat ein bisschen Anfahrt, so ungefähr 2,5 Stunden ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere. Kai, du kannst mich gerne verbessern. Und ich habe mir gedacht, wenn er schon diesen Weg auf sich nimmt, um mir zu helfen, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und nicht noch mit irgendwelchem Kleinkram, der rund um den Getriebeausbau alles noch erledigt werden muss, aufhalten. Und deswegen habe ich das einen Tag vorher schon mal gemacht. Okay, das Erste, was ich jetzt machen werde, bevor das Getriebe rauskommt, ist schon mal das Getriebe Öl ablassen. Die Ablassschraube ist hier unten. Das ist ein 8er Imbus, glaube ich. Mal gucken. Ja. Ja. 8er Imbus. Ich habe es jetzt relativ einfach. Und zwar, weil der Hilfsrahmen hier nicht mehr drin ist, kann ich einfach mit einer langen Knarre oder eben hier mit einem Knebel und einer 8er Nuss da drauf. Das geht nicht, wenn der Hilfsrahmen noch drin ist. Dann kommt man da sehr viel schwerer dran. Dann kann man sich im Prinzip sowas hier nehmen, so einen Achter, und den etwas kürzen. Also hier ein Stück absägen, dass der nur ganz kurz ist. Dann kommt man am Rahmen vorbei und kommt da dran. Das geht. Aber das habe ich ja zum Glück hier nicht nötig. Es ist ja alles frei. Hier gibt es übrigens noch eine zweite, die genauso aussieht. Und die sitzt da oben. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Ja, da wo mein Daumen ist. Das ist die sogenannte Füllstandsschraube. Das heißt, die dreht man raus. Wenn man oben Öl einfüllt ins Getriebe und füllt dann so lange Öl ein, bis es da wieder rausläuft, dann passt der Stand. Jetzt mache ich die erstmal. Oh, ihr seht, die ist ein bisschen fest. In der Tat. Na also, geht doch. Ja, jetzt ist sie los. Ein Auffanggefäß drunter. Ist natürlich einfacher, wenn der Motor noch auch mit der hinteren und hier der Momentstütze noch abgestützt ist, kann man ein bisschen mehr Kraft aufbringen, aber jetzt geht das halt gerade nicht. Oh, das geht eigentlich noch. Das ist noch so ein bisschen rötlich, noch relativ durchsichtig, wie ich finde. Ja, könnte sein, dass das noch gar nicht so lange drin ist. Na gut, es kommt trotzdem Neues rein. Also an der einen oder anderen Stelle hat sich wohl doch mal einer um das Auto gekümmert. Hier scheint übrigens die Ablassschraube scheint eine Magnetschraube zu sein. Na, kriegt das scharf? Nee, ne? Ums Verrecken nicht. Doch, da sind nämlich so schöne Partikel drauf. Es stinkt auch gar nicht so. Also ich habe bei meinem 902 mal das Getriebeöl abgelassen nach etwas über 200.000 Kilometern. Das hat ganz furchtbar gestunken. Und das hier stinkt ehrlich gesagt kaum. Und wie gesagt, es ist noch rot und relativ durchsichtig. Also das war wahrscheinlich noch nicht so lange drin. Während das Öl hier noch austropft, fange ich schon mal an, hier vorne die Motorhalterung bzw. die Momentstütze auszubauen. So, also ich fange jetzt hier mit dem Halter hier an. Und den hätte man natürlich, denkt man so, schon längst mal rausnehmen können. Das Problem ist nur, ich drehe jetzt hier nochmal weiter, die Schraube geht nicht raus. Die hängt hier am Getriebegehäuse fest. Man kann den also gar nicht wechseln. Dazu muss man halt die Verschraubungen hier auch noch lösen und zumindest ein bisschen lösen, dass man hier ein paar Millimeter Bewegung drin hat. Dann kriegt man den ab. Das ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Aber egal, das Ding muss sowieso komplett weg. Ich will das nicht als zusätzliches Gewicht hier noch rumhängen haben. Hier oben ist noch ein Massepunkt, da ist ein Massepunkt. Damit geht es jetzt erstmal weiter. Ja, wie gesagt, 16er. Einmal. Zweimal. Und da oben Nummer 3. Okay. So, und ja, genau. Jetzt war ich weit genug drüben. Jetzt
kam die Momentstütze endlich raus. Gut, jetzt kann der Rest ab. Achso, den Massepunkt, den muss ich noch lösen. Eine 14, jawohl. Gut, Masseband ist ab. Die sind wie erwartet ziemlich lang. Die ist so wie die obere. Gut, also die beiden sind gleich, die ist länger. Seht ihr den noch da oben? Ja, ne? So gerade. Ja. Das ist wahrscheinlich ein 13er, kann ich mir vorstellen. Ja, passt. Ja, Schraube ist im hinteren Teil ziemlich verrostet. Massekabel ab. Das geht hier innen in die Rathausschale. Normalerweise lassen die sich an der richtigen Stelle angefasst, nämlich relativ leicht hier raushebeln. Manchmal muss man mit zwei Hebeln gleichzeitig gegenüberliegend, aber ich probiere jetzt erstmal so. Ah, ja, geht schon so. Ja, dann seht ihr hier, so ein kleines Stück ist die schon mal rausgekommen jetzt. Und jetzt muss ich natürlich, der hängt ja hier nur am Expander, da muss ich mich jetzt nochmal darum kümmern, dass ich das Auto ein bisschen runterfahre und das dann unten sozusagen in Empfang nehme, wo ich besser halten kann. Ja gut, Pech gehabt, das habt ihr jetzt leider gerade nicht drauf, aber sie ist raus. Sie ließ sich dann einfach rausziehen. Zwischen Motor und Spritzwand ist ja noch die hintere Motorhalterung, wo auch das, die Mechanik vom Schaltgestänge, das alles mit drauf ist. Das muss natürlich auch alles ab. Das habe ich auch an dem Tag auch alles abgebaut, habe es auch gefilmt und habe dann jetzt im Schnitt festgestellt, die Aufnahmen sind mal so gar nichts geworden. Ja, habe ich kurz überlegt, was ich mache, aber ich will euch das auf jeden Fall zeigen. Deswegen gehe ich jetzt gerade nochmal runter und zeige euch das Ganze am ausgebauten Getriebe. Also nicht wundern, wenn jetzt das Getriebe schon raus ist. Der Ausbau selber kommt gleich noch, aber jetzt am ausgebauten Getriebe zeige ich euch gerade, was hinten noch zu lösen ist. Zu den Sachen, die hier hinten rund um die Schaltung gemacht werden müssen. Als erstes geht man mal hin und legt den vierten Gang ein. Also man begibt sich in den Innenraum, legt den vierten Gang ein. Dadurch wird die Schaltstange hier ganz nach innen gedrückt. Dann geht es weiter hier mit diesem Gummipfropfen. Den zieht man raus und steckt stattdessen dieses hervorragende schwedische Spezialwerkzeug, das wir wahrscheinlich alle zuhauf zu Hause in irgendwelchen Schubladen liegen haben. Lässt das da reinfallen und das war's auch schon. Jetzt ist das Getriebe nämlich blockiert. Ihr seht auch oben, das Ding bewegt sich mit. Das Getriebe ist jetzt im vierten Gang blockiert und bleibt da einfach. Der nächste Schritt ist dann die Klemmung hier. Hier ist nämlich die Schaltstange drin. Die Klemmung hier lösen, wieder ins Auto rein und dann, ich zeig's hier mal so, so, und dann mit Wucht in den dritten Gang schalten. Dann macht die Schaltstange nämlich genau das. Sie rutscht nach hinten, beziehungsweise sie geht eben hier raus und löst diese Verbindung. Dann hat man das hier schon mal gelöst. Als nächstes soll man laut WIS die Mutter, also die Schraube hier lösen und das nach hinten abziehen und hier aber dran lassen an dieser Halterung. Das ist ja hier der Teil, wo die hintere Motorhalterung dran ist. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich da nicht so wirklich gut dran kam. Habe ich stattdessen die drei hier. Ja, seht ihr, das sind drei, die habe ich einfach losgeschraubt. Mache ich jetzt auch nochmal eben von Hand. Moment. So. Also ich habe stattdessen die hier gelöst, das beiseite gelegt. Und dann halt die Motorhalterung einfach hier abgebaut. Die ist ja mit drei Schrauben fest. Wo sind sie? Da einmal da, einmal da und einmal da unten. Leg die mal eben auf Seite. So, und ich habe dann diese Mechanik hier einfach am Getriebe dran gelassen. Die stört auch gar nicht weiter. Die kann man auch einfach hier dran hängen lassen. Ich werde die natürlich später abmachen, weil ich ja den Getriebe, also den Schaltwellen-Simmerring wechseln will. Ihr seht auch, wie schön ölig das da ist und wie die Spuren da auch sind. Also der ist auf jeden Fall fällig. Genauso wie ich auch die Antriebswellensimmerringe auf beiden Seiten machen werde. Der andere sitzt hier vorne, ja, hinterm Spannrad. So, da. Die werde ich also auch auf jeden Fall lösen. Dann ist hier übrigens noch der Stecker vom Rückfahrscheinwerfer, also vom Rücklicht. Und hier oben dieser Anschluss, ne, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Manschetten vor, weil ich den nicht kannte. Ich kannte bisher nur welche zum Abschrauben, aber der ist tatsächlich noch einfacher. Da ist einfach eine kleine Metallklammer dran, die man rauszieht zur Sicherung und dann zieht man das Ding einfach nach oben ab.
Das war's auch schon. So, Ende des kleinen Zeitsprungs. Jetzt machen wir wieder an dem Morgen weiter, an dem Kai bei mir aufgetaucht ist, um mir zu helfen. So, ich warte noch auf den Kai, der sollte jeden Augenblick kommen. Derweil habe ich das, was wir heute vorhaben, schon mal hier ausgedruckt und hingelegt. Ich habe tatsächlich das Wiss mal ausgedruckt. Und zwar alles, was man für den Getriebeausbau braucht. Und ihr seht aber hier, da sind ganz viele Punkte schon durchgestrichen, die ich sowieso, weil Hilfsrahmen und Fahrwerk und alles schon ein Auspuff und so weiter schon komplett raus ist, sind hier ganz viele Sachen einfach schon durchgestrichen, die ich schon habe. Also so viel ist es gar nicht mehr. Und ich denke, der Kai wird jetzt in den nächsten Augenblicken oder nächsten Minuten auftauchen und dann fangen wir an. Mit Kais Hilfe ist jetzt soweit alles vorbereitet. Die Motorbrücke ist dran, der Motor ist aufgehangen, das Lager hier ist weggebaut. Wir haben hier oben die drei Verbindungen zum Getriebe schon gelöst. Ich glaube, da sieht man eine davon. Ne, Moment, muss ich rumdrehen. Da sieht man eine davon, da gibt es insgesamt drei. Die haben wir auch schon alle abgemacht. Das Lager haben wir ausgebaut. Und auch ansonsten alles getrennt. Die beiden unteren schon gelöst. Das heißt, wir können jetzt gleich den Tisch drunter fahren und dann versuchen, das Getriebe rauszuziehen. Mal sehen, ob es klappt. Ha, da ist es. Da ist es. Da ist es. Yay. Hat sich gelöst. Die Antriebswelle war es. So, da kommt Kai gerade zurück. Soll ich gemein sein? Ja, mach mal. Ich habe es gerade losgekriegt. Weißt du, was hier unten noch gesperrt hat? Ja? Die Antriebswelle saß ein bisschen fester im Getriebe als gedacht. Jetzt habe ich an der richtigen Stelle nochmal gehebelt und jetzt kam sie. Bis dann komm, gehe ich raus. Dann machen wir das nächste Mal nochmal. Wenn ich mal weiter, gehe ich einmal raus und du löst das Problem. Genau. So, jetzt kannst du aber wirklich nochmal ziehen. Ich hebel hier noch ein bisschen mit. Moment. Wenn ich die Handschuhe schon geholt habe, dann zieh sie auch an, natürlich. Ja. Das sollte es doch gewesen sein. Ich habe mich aber ein bisschen verkantet jetzt. Ja? Da, wo ich gezogen habe. Ja, jetzt kommt's aber. Okay, zieh. Ja, ja, ja. Du kannst den ganzen Wagen rausrollen, genau. Nee, so. Geht nicht. Nee, geht nicht. Müssen wir Auto anheben jetzt, ne? Richtig. Voll. Getriebe draußen, Kupplung. Yeah. Kupplung. So, das ist natürlich alleine so eine Sache. Außerdem finde ich, das macht zu zweit auch mehr Spaß als alleine. Das stimmt. Ich fahre das Auto jetzt aber wirklich mal ganz hoch, dann können wir den Tisch mit Getriebe da hinten rausrollen. So, das war nämlich. Hier ist nämlich so ein Federring drauf. Ach so, und der war. Den muss man erstmal drüber. So, ich nehme jetzt mal gerade die Kamera in die Hand. Also, es ist jetzt reichlich dunkel hier. Es ist viel zu dunkel hier, wie ich sehe. Ich leuchte hier. Ja, genau, nimm das Laserschwert. Und leuchte hier rein. Richtig. Da haben wir also unsere freiliegende Kupplung. Schön verrostet. Gar nicht so sehr ölig. Von daher kommt das Öl tatsächlich wahrscheinlich vom Getriebe selber und nicht so sehr von den Simmerringen. Ja, und hier haben wir es liegen. Unser Getriebe. Tada! Das sind übrigens 12er, ne? Hier, die da. Das sind 12er Schrauben, davon haben wir wie viel? Müssten 6 Stück sein. Erstaunlich, wie stabil der Motor hängt, nur oben an der Brücke. Ne? Ja. Müsste sie eigentlich fast raus sein. Ja, da noch. Okay. Das ist ein Stift. Ja. Voilà. Ja, da ist er. Jo, wunderbar. Da haben wir unsere Kupplung. Ah. Das habe ich noch schlimmer gesehen. Ja, doch, aber geht. Die wäre noch eine Weile gegangen. Ja. Da haben wir unsere Kupplung. Also zumindest die Reibscheibe. Druckplatte haben wir hier. Das sieht eigentlich auch noch nicht so schlimm aus. Ist zumindest noch sehr glatt. Ja, nix. Also von daher. So, jetzt haben wir die Schwungscheibe mal ein bisschen sauber gemacht und geguckt. Ja, die große Kupplung passt drauf. Hervorragend. Jetzt geht es natürlich noch darum, die hier abzumachen, weil dahinter sitzt ja noch der Kurbelwellen-Simmerring. Und wenn man schon mal so weit ist, will man den natürlich auch neu machen. Na,
Einer will immer nicht, ne? Doch. Hast du noch eine Verlängerung? Ja, natürlich. Besorge ich dir. Bitteschön. Danke. So. Ja, dann haut man sich. Warte, die Schrauben kannst du direkt mir geben. Die haben nämlich allesamt Schraubensicherungsmittel drauf. Und das muss natürlich alles runter. Und ich bin ja ein bisschen faul und deswegen nehme ich gleich einfach einen Gewindeschneider. An die Nüsse muss man sich so ein bisschen gewöhnen, weil die so komisch wellenförmig sind, dass man das Gefühl hat, die sind zu groß. Ne? Stimmt aber nicht. Ja, hat die auch das Gefühl, dass sie zu groß sind. Ja, nee, sind sie aber eigentlich nicht. Ja, das sind die, damit du die nicht kaputt machst. Ne? Genau. Ja. Ja. Guten. Schauen wir mal. Obwohl die letzten 12 Jahre haben so gut funktioniert. So, jetzt halte ich nämlich du mit fest. Und ich mache die genau, letzte, ich halte nämlich jetzt mal fest. Ich meine, die wird nicht abfallen, aber wer weiß, ne? Na, oder doch noch nicht. Doch, da ist sie. Hast du? Ja, ich hab's. Schwer, ne? Mhm. Gut. Leg die einfach auf die, genau, auf die Motorradbühne. Und hier haben wir unseren Simmerring, der erstaunlicherweise dicht ist. Selten so einen dichten Simmerring gesehen. Guck mal, nichts, ja. Nicht der Hauch von Staub. Öl. Das ist quasi staubtrocken. Staubtrocken. Ist aber wie neu. Der ist echt wie neu, ne? Das tut einfach. Das haben die mal gemacht. Die Kupplung inklusive das. Das ist noch nicht so lange her, sonst würde die Kupplung auch nicht so aussehen. Und wahrscheinlich auch so. Ich habe ja mal beim Vorbesitzer, habe ich ja mal nachgefragt, also habe den mal angeschrieben, so hey, hast du irgendwelche Unterlagen für mich? Keine Reaktion, null. Nicht, dass bei, weiß ich nicht, 190.000 der Turbolader neu kam, die Kupplung neu kam und sonst irgendwas neu kam. Das kann nämlich durchaus sein. Oder? Ja, nee, in den Papieren steht ja der Vorbesitzer drin. Und aus, der hast du angeschrieben, aus Lübeck, und den habe ich angeschrieben. Der hat sich aber nicht gerührt. Der hat sich nicht gerührt, ne? Leider. Ich hätte gerne ein paar Infos zu dem Auto gehabt. Welcher Hand denn fährt? Ich bin jetzt sozusagen der Vierte. Der Vierte. Ja. Also bei mir war es umgekehrt. Der Wagen ist ein Vorführwagen von Saab Frankfurt. Also ein Showcar, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja. So, dann hat das eine Ärztin ganz lange gefahren. Mhm. Wahrscheinlich bis du keinen Bock mehr hatte. Und dann ist das Ding für kleines Geld an irgendeinen, der nicht mehr investieren wollte, gegangen. Ah, ja? Und der hat dann auf Verschleiß und gefahren. Der auf Verschleiß und richtig runtergeruppt. Und dann landete er bei dem Fähnchenmann. Ja, genau. So, in Karlsruhe. Dann bin ich von oben nach Karlsruhe gefahren. Hatte ich schon so einen Hals, weil auf den Bildern sah das alles ganz anders aus. Ja. SED, ne? Nichts. Tot. Ja, damit wusste ich auch nicht, dass die Fehlermeldungen, die kommen dann ja, ne? Die kannst du ja auch nicht mehr sehen. Nö. Ja. So, da ging nichts. Parksensoren ging nichts. Ventildeckel, alles versifft an Öl und so weiter. Das Ganze. Aber dann dachte ich, ach Mensch. Dann bist du schon hier runtergefahren. So. Großer und Fehler. Und das ist auch ein Saab. Großer Fehler. So, da kannst du, wenn du, musst du deiner Frau noch richtig beibringen. Richtig verkaufen. Ja, ne? Ja. So, und als ich dann da auf dem Hof fuhr, und dann war meine Frau und meine Dings und mein Sohn da. Und die haben dann was hast du denn da angeschleppt? Sag ich, jetzt nicht so genau hingucken, ich muss den erst aufbereiten. Und dann habe ich da 4 Wochen dran gesetzt mit dem Schrauber und so weiter, außen, innen, dies und jenes, damit das vernünftig aussieht, dass der Wagen sozusagen auf den Hof durfte, mehr oder weniger, ja. Und Lack und dies und poliert und konserviert und. So, weil das war eine ganz traurige Gestalt. Aber als ich den Probe gefahren bin, sagte ich, es wäre doch geil, wieder Saab zu fahren, ne? Tja. Ja, an dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Gruß an den Kai und ein ganz großes Danke. Hast mir an dem Tag wirklich sehr geholfen. Und deine persönliche Saab-Geschichte fand ich natürlich auch sehr interessant. Deswegen ist sie jetzt auch auf jeden Fall mit in den Film reingekommen. Ich finde diese privaten Saab-Geschichten ja grundsätzlich immer sehr interessant.
Unter anderem auch, weil sie einem so ein bisschen Gefühl geben, dass man nicht alleine ist, sondern dass andere eigentlich genauso bekloppt sind wie man selber. Das finde ich ja auch wieder sehr tröstlich. Das war es auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und fandet es auch einigermaßen interessant. Wenn dem so war, dann schaut doch beim nächsten Mal einfach wieder rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also bis dann, auf Michas Schrauberseite. Tschüss.